Herzlich willkommen bei Tür Nummer 18 des fantastischen Adventskalenders. Heute geht es um eine Gruppe von Personen. Personen, die das tägliche Leben, sagen wir mal in der westlichen Hemisphäre zumindest, so stark beeinflusst haben, dass sie die Namensgeber der Plage des Internets sind. Die Rede ist von Spam. Und wer hat Spam zum Spam gemacht? Natürlich Monty Python. Und jetzt fragt er, wie Monty Python der Namensgeber für Spam werden konnte? Hey, ich möchte hier nur eine Serie machen. Ich hatte keine spanische Inquisition erwartet. Nobody expects the Spanish Inquisition. Ja, und damit sind wir schon mitten in der Welt von Monty Python. Aber gut, die Frage soll beantwortet werden. Die Bezeichnung Spam für Werbemüll im Internet geht auf den berühmten Spam-Sketch zurück. Dieser spielt in einer Kantine, in der die Menüs zur Hauptsache aus Spam bestehen. Die Speisekarte klingt ungefähr so. Spam, 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 Baked Beans, Spam, 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 Spam. Ja, und wahrscheinlich ist irgendwann mal jemand an seinem Computer gesessen, hat seinen E-Mail-Posteingang gesehen und sich gesagt, oh, Spam, 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 Spam. Und dazu, was und wer Monty Python eigentlich sind, muss ich, glaube ich, auch wieder mal nichts sagen. Oder zumindest nicht viel. Ich mag diese Art des englischen Humors, wenn man ihn denn als englischen Humor bezeichnen kann, denn eigentlich ist es ja etwas ganz Eigenes. Sagen wir mal, englischer Humor durch die Decke getrieben. Ich sehe mir immer noch regelmäßig einzelne Folgen von Monty Pythons Flying Circus an. Und bei den Filmen ist das Leben des Brian gerade zur Weihnachtszeit ja quasi ein Muss. Ja, bei den Filmen finde ich der Sinn des Lebens nicht so ganz gelungen, weil da Teile dabei sind, wo ich mir denke, was ist das denn? Man merkt, dass es als letzter Monty Python Film gedacht war, weil es hat so ein bisschen das Feeling von nach uns die Sintflut, jetzt kommt eh nichts mehr. Ja, doch, weit gefehlt. Mittlerweile gibt es ja sogar ein Musical, Spamalot, und da sind wir wieder beim Spam, das ich sehr clever gemacht finde. Wer, wenn nicht Monty Python, ist der Beweis dafür, dass man buchstäblich über alles lachen kann. Auf die eine oder andere Weise. Da fällt mir ein, es ist ja die Weihnachtszeit. Und eine Tradition ist ja, dass man zur Weihnachtszeit Weihnachtsfilme anschaut. Wie zum Beispiel Das Leben des Brian. Entschuldigt mich, ich muss gerade mal fernsehen. Das war's für heute, wir sehen uns morgen.